Einen wunderschönen guten Morgen aus Kampala, aus dem Queen Elizabeth National Park und aus Baden. Wir warten noch kurz, bis mehr noch da sind. Viele sind schon da. Aber wir haben heute eine sensationelle Anmeldezahl von über 80. Wir sind wirklich absolut begeistert, dass so viel Interesse an Uganda und Ruanda da ist. Also wirklich super. Und das zu dieser Jahreszeit, wo alle nochmal super busy sind, kurz vor Weihnachten. Oh, es regnet in Kampala, genauso wie bei uns hier. So, I think we can start, right? Ja, wir bleiben bei Deutsch. Einen wunderschönen guten Morgen, Tony. Tony Guten Mulinde Morgen, ist der Besitzer Lilly. von Speak Holidays. Toni, dich kennen schon ganz, ganz viele bei uns hier im Markt. Herzlich willkommen. Super, dass wir das zum Jahresende noch machen können und allen hier ein tolles Update geben können über unsere wunderschönen Destinationen Uganda und Ruanda und natürlich auch zur aktuellen Situation, speziell in Uganda im Land. Ja, und dann grüezi, guten Morgen, Naima. Guten Morgen, hallo. Die Naima kennen auch ganz viele. Die Naima ist normalerweise bei uns hier in Baden im Team, aber ich habe gesagt, ja, why not? Sie wollte ein Afrika-Erlebnis haben, ein intensives. Und da haben wir dann im März auf unserer Roadshow, war ja der Tony da, haben wir die Idee besprochen. Und die Naima war ja letztes Jahr in Afrika, hat sich total verliebt in diesen Kontinent und hat einfach gesagt, ich möchte eine Auslandserfahrung haben. Und Toni, ja, come on, come and work with us. Und ja, und jetzt ist die Naima seit Oktober in Kampala und unterstützt das Team von Speak Holidays ganz, ganz fantastisch. Bis Januar wirst du noch da sein, gell? Mit Januar Genau. sowas ist momentan geplant, wer Sie kommen nicht zurück, gell? weiß. Sie würden nicht zurückkommen. Ich denke, oder? Ja. Ja, auf jeden Fall hat sie eine super Zeit im Moment und Naima, erzähl ganz kurz, wo du bist. Ich bin gerade im Queen Elizabeth National Park in einer wunderschönen Lodge. Super, und da wirst du uns nachher noch ein bisschen mehr berichten über Genau. diesen eines dieser tollen Highlights in Uganda. Ja, aber zur Einstimmung hat der Toni uns ein Video mitgebracht, Ja, das wir absolut. jetzt kurz abspielen. Over to you. Absolut. Guten Morgen, willkommen alle und wir werden jetzt los anfangen mit unserer Reise. Du musst den Ton, glaube ich, noch starten, Toni. Komm. Okay, super. Wäre momentan noch nichts. Der Ton? Ja, nee, ist noch. Jetzt, okay, perfekt. So. Oh, ist okay.
Super. Super. Nochmal herzlich willkommen zum unser Webinar. Viele Grüße an euch alle. Wir sagen auch von Uganda Merry Christmas für die, die das feiern. Christmas. Und wir sind jetzt total live. Wir haben, wie gesagt, die Kollegen im Queen Elizabeth Nationalpark, die Kollegen in Uganda, und ich denke, die Kollegen in Uganda werden jetzt gleich online kommen. Und wir freuen uns sehr. Und auf in Kampala, wir haben unser Kollege, der Jakob macht unser Marketing und alle so Sachen. Und der Paul, ich denke, die sollen jetzt online gleich kommen. Unser deutschsprachiger Guide, Paul, ist auch online. Und wir wollen diese Webinar wird ein bisschen sehr interaktiv sein, also sehr sehr, wir werden viel zu hören, ja. Ich denke, die sollten jetzt online kommen. Und aber sonst, ich wollte, wie gesagt, und Naima, kannst du ein bisschen über wo du bist, ein bisschen erzählen, wo du jetzt bist, und ein bisschen mehr sagen? Und vielleicht auch ein bisschen etwas zeigen. Das wird super. genau. Also wie gesagt, ich bin im Queen Elizabeth National Park. Ich bin im Norden des Parkes in der wunderschönen Lodge Elephant Plains. Ich möchte auch gleich hier meine Aussicht zeigen. Wir haben, es ist wirklich eine super Panorama-View. Auf der linken Seite haben wir Lake George und auch den Kasinga Channel. Und hier drüben sieht man einen Kratersee. Das ist echt, die Natur hier ist einfach fantastisch. Und auch das Interior Design, das Restaurant und Natürlich. eine ganz schöne Bar mit diesem Grün. Also es ist echt toll hier. Genau, also wie gesagt, wir sind jetzt 2 Nächte hier im Queen Elizabeth National Park. Wir sind gestern angekommen, haben schon einen Game Drive gemacht, Was haben hast du auch gleich gesehen auf Game Drive? Will ich da fragen? Ja, natürlich. Wir waren glücklich. Wir haben Löwen gesehen, Löwen auf den Bäumen. Also die gibt es nicht nur im Süden des Parkes. Es ist ja bekannt, dass die im Süden, also in Shasha sind, aber die gibt es tatsächlich auch im Norden. Also wir haben Löwen gesehen, wir haben Buffalos gesehen, Elefanten, viele schöne Vögel natürlich auch. Ja, und die Ugandan Cubs, die Antilopen, die man hier viel sehen kann. Genau, das haben wir gestern gesehen. Und Super. auch heute Morgen haben wir wieder einen Game Drive gemacht, haben wieder Löwen gesehen. ja, auch Elefanten, Buffalos, ein Hippo haben wir auch gesehen. Also es war echt wunderschön. Das ist echt toll. Und hast du Gäste getroffen überhaupt, oder gibt es Gäste dort, Ja, ja, Touristen ja. dort? Ja, also wir haben auch im Park, wir sind sicher 5 anderen Fahrzeugen begegnet, gestern Abend sowie heute Morgen. Ich habe auch mit den Rangern also bei der Entrance gesprochen und sie meinten, also es sei eigentlich wie normal, weil es ist jetzt das Ende der Low Season so langsam. Aber sie haben, also die Gäste kommen nach wie vor. Ja.
War eigentlich, es hat sich wie sonst auch auf einem Game Drive angefühlt. Super. Sehr, sehr schön. Naima, wir vielen Dank für den Live-View. Und Sehr Live-View. gerne. Vielleicht noch eine Frage von meiner Seite, Naima. Wir hatten ja dort den Ja. Vorfall leider im Oktober. Wie fühlst du dich? Also fühlst du dich sicher? Fühlst du dich comfortable, wenn du auf Game Drive bist, wenn du im Park bist, auch auf dem Weg dorthin? Absolut. Also ich meine, man sieht sowieso, allgemein ist Uganda ein sehr sicheres Land. Also man sieht überall, es hat überall Polizei, Präsenz, das Militär, die Uganda Wildlife Authority. Ich meine, alle Eingänge und Ausgänge sind überwacht. Man muss sich anmelden. Man sieht, welche Gäste den Park betreten, wer rauskommt. Genau, auch von den Nationalitäten her, es hat nach wie vor natürlich viele deutschsprachige Gäste, auch Spanier. Was haben wir noch getroffen? Es hat einige UK, USA, viele Ugander, die am Wochenende natürlich die Parks besuchen. Ja, also für mich hat sich ganz normal angefühlt. Aber ich denke, es ist auch etwas eine Einstellungssache, weil, also ich gehe immer davon aus, es kann überall was passieren. Ich meine, wir haben jetzt leider gestern eine schreckliche Nachricht auch in der Schweiz bekommen, dass in der Schweiz zwei Personen erschossen wurden. Und ich finde es auch, es tut mir weh für dieses wundervolle Land. Ich bin jetzt schon länger hier. Es tut mir weh für dieses wundervolle Land, wenn so etwas passiert und dann einfach nur die schlechte Nachricht weiter verbreitet wird. Es macht nicht das ganze Land unsicher. Und also die wundervollen Menschen hier und die Natur sind das, was dieses Land ausmacht und nicht ein negativer Vorfall. Und das, finde ich, sollte Gästen auch im Hinterkopf sein. Es kann überall was passieren, leider. Ja, ist so, absolut. Haben wir ja auch in Europa des Öfteren gesehen in den letzten paar Jahren, was ja, also man muss überall aufpassen. Aber ich denke, auch so die Gespräche, die ich geführt habe und auch die Susanne, die jetzt heute leider nicht dabei sein kann, aber so mit den Agents ist, dass die Kunden auch schon gar nicht mehr so nachfragen so richtig. Also hoffen wir, dass es in die Richtung weitergeht. Vielleicht gerade noch eine Frage hier passend dazu. Die Bettina fragt, ist der Park umzäunt? Um ehrlich zu sein, ich glaube nicht, aber ich bin nicht sicher. Weißt du das, Toni, Toni? das kannst du bestimmt beantworten. Ja, es gibt Gebiete, das haben einen Zaun um den Nationalpark, ein paar Gebiete, nicht andere Gebiete, aber auch ein bisschen wegen Queen Elizabeth Nationalpark. Es gibt mehr was hat passiert? Wir haben mehr Security, dass man sieht nicht. Die Uganda Wildlife Authority hat investiert auch auf Tracker Dogs, Sniffer Dogs. Und jetzt, das hat auch also gegen die Jäger geholfen, weil jetzt es gibt auch weniger Jagen im Nationalpark. Und es gibt auch Drohnen, die sind ein bisschen hoch, dass man sieht nicht. Und die sind regelmäßig hoch. Also es gibt mehr Security Awareness, sicher auf der Grenze mit Kongo. Es gibt auch viel Soldaten dort. Also es ist viel, viel mehr proaktiv. Also Queen Elizabeth ist vielleicht sicherer jetzt als früher und andere Gebiete jetzt. Und ich kann auch sagen, weil ich bin ein der Vice Chairperson von Tour Operators Association. Und wir haben verschiedene Treffnungen gehabt mit Sicherheit, mit Tourism Board, mit Wildlife Authority, die Chef. Es waren also Meetings nur mit die Chefe, auch mit den Ministerium, Tourismusministerium.
Ich denke jetzt, vielen Dank, Naima, unsere Kollegen jetzt in Kampala. Jacob, are you ready? Die werden ein bisschen kurz über das Büro, wir werden eine kurze Unterhaltung von Paul jetzt gleich haben, unser Guide. Und das ist ein Teil von unserem Team jetzt. Yes, thank you, Jacob. Ich muss ein bisschen zurück zu Englisch gehen. Jacob, thank you. Das ist ein Teil von unserem Team in Kampala. Wir haben zwei Büros in Kampala und in Luanda. Tony, sorry, I think Jacob needs to take over the audio, otherwise we can't see the big picture on the screen. Jacob, can you talk a little bit? Yes, I'm live in Kampala. This is Speak Again Holidays office. We should be meeting Paul. Jacob, could you talk a little bit about the vehicles? And Paul takes us on. This is a we have 20 Safari vehicles. This is one of the five-seater vehicles, the interior. It has the fridge, it has the sockets. So guests can charge their gadgets on the go, and they can keep their drinks in the cooler box. This is the five-seater vehicle. I'm on to the seven-seater vehicle. This is the interior. Also has the sockets. You can charge on the go. That's the first aid box as well. Here is Paul, our German speaking guide. Paul, over to you. Morgen, ich heiße Paul Sesanga. Ich bin Reiseleiter bei Speak Uganda Holidays schon seit 11 Jahren und bei mir hier ist eine von unseren Fahrzeugen. Das ist eine von unseren Safari-Fahrzeugen. Uns ist die Naturschutz sehr wichtig, deshalb sieht man direkt hier einen, haben wir diese 5, 20 Liter Flasche, von denen man immer Wasser auffüllen kann in den kleinen. So während unserer Safari die kleinen Flaschen von 500 Milliliter geben wir nicht, sondern diese kleine mit Namen drauf. Man kann immer Wasser von den großen auffüllen. Und so geht es. Erstmal abmachen und dann hier trinken. Dann kannst du Wasser abfüllen. So, wenn es voll ist, immer zu machen. Das kann man immer mitnehmen. So. Man kriegt immer auch so einen kleinen Umschlag und drin sind, wir haben eine Landkarte für die Route, den wir nehmen, entweder Ruanda oder Uganda. Und eine Reisetagebuch, das ist von selbstgemachtes Papier, dass die Gäste können immer aufschreiben, was sie gesehen haben und was der Plan ist. Am Ende der Safari, wir haben etwas Wichtiges mitzunehmen. Das ist eine kleine Andenken, besonders für Uganda. Dieses Material, das ist von einem Baum namens Ficus natalensis. Drin ist Kaffee. Das ist auch etwas Besonderes als Geschenk mitzunehmen von Uganda. Immer Gedanken über das Reiseziel mitzunehmen. So. Super. Super. Vielen herzlichen Dank, Paul. Thank you very much, Jacob. Maybe a quick question for Paul. Please, Uli, you had a question? Sorry, no, that's fine.
I was going to say that maybe a very quick question for Paul is, you know, why do you love tourism? Could you tell us a little bit, why did you choose to be a guide for all these years? Why I chose to be a guide? Nee, auf Deutsch bitte. Entschuldigung sehr. Also ich habe ausgewählt, Reiseleiter zu werden. Erstens, dass ich eine sehr große Leidenschaft für die Natur, was auch im gesamten Ökosystem und im Allgemeinen Reisen. Das ist mein Ziel, dass ja. ich lange eine Reiseleitung setzen. Ja, also Paul, kannst du auch ganz kurz über unsere die Bäume und mit den Kindern diese Projekt ganz kurz ein bisschen erzählen? Ganz kurz bitte. Wir haben Projekte in den Dörfern, wo wir unsere Reisen durchführen. Wir arbeiten mit einigen Schulen, wo wir in den Schulen Fruchtbäume pflanzen und im Austausch wir verschenken diese Kinder Schuhe. Noch dazu, in einigen von den Dörfern haben wir über 5000 Bäume gepflanzt, als Schutz für die Natur. Danke. Also Paul, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Ich sehe, dass es ist grün und jetzt kannst du drinnen kommen. Ne? Danke. Ja. Wie viele Guides habt ihr insgesamt, Toni? Und auch wie viele deutschsprachige Guides? Also wir haben insgesamt 23 Guides. Zwei sind Mädchen, die das deutschsprachig sind, sind 8. Guides, 8 Safari Guides, das sind deutschsprachig, sicher die meisten sind englischsprachig und ja. Und auch einige former Ranger, Rangers, ja, also Ranger Guides, richtig? Das stimmt, viele sind former Ranger Guides. Paul war nicht ein Ranger Guide, aber Paul war, er kommt auch von einem sehr, sehr, sehr guten Background, aber sonst ja doch, viele sind former Ranger Guides. Ja. Super, hier Super. Kommt eine Frage, wie heißt die Agentur noch einmal? Speak Holidays, Uganda und Ruanda, genau. Speak Holidays, absolut. Und jetzt, wir sind gerade in ein bisschen von einer Rebrand. Ich würde ein bisschen über S erzählen. Und aber jetzt können wir schon direkt zum Präsentation, ich denke, gehen. Ja. Also, nochmal, wer wir sind. Ich heiße Toni, ich bin der Geschäftsführer für Speak Holidays. Ich war ein Reiseleiter auch für viele Jahre, aber grundsätzlich mein Background ist Wirtschaft und Statistik. Es ist eine lange Geschichte, wie ich bin im Tourismus gekommen. Aber jetzt, ich werde fokussieren auf Speak Holidays und unsere Reise soweit. Wir sind sehr, sehr glücklich, dass wir haben viele, viele von Partnern von uns, die sind auch jetzt bei uns hier. Wir sind dankbar dafür. Aber wir wollten ein bisschen über uns mehr erzählen, über das Land, über Uganda, Ruanda und was diese beiden Länder repräsentiert. Jetzt, wir sind im Lauf für fast 16 Jahre wie eine Firma und wir sind wie eine Firma sehr, sehr, sehr engagiert auf Personalservice. Wir fokussieren viel auf die Punkte, wo die Gäste werden die beste Reisegefühl bekommen oder die beste am Ende die beste Eindrücke bekommen von diesen beiden Ländern. Wir fokussieren wie eine Firma auf zwei Länder nur und wie eine Firma jetzt, wir werden bleiben auf diese beiden Länder. Und wir sind dann deswegen spezialisiert auf diese beiden Länder. Warum Speak Holidays? Der Wort Speak war eine einmalige Forscher. Und er war ein Forscher mit Livingstone und Stanley.
Und er hat, die waren am Such von der Nilquelle. Und in 2007, ich war am Ende also fast am Ufer von Nil. Dann habe ich diese Gedanken gesehen. Dann habe ich gesagt, ja, Speak Holidays wäre der Name. Und wir sind immer noch wie Forscher. Wir versuchen immer noch besondere Sachen zu machen. Wir in beide Länder. Jetzt wir haben entschieden, also die meisten von unseren Guides sind jetzt einmalige Ranger Guides going forward, und die sind mit Wissen wertes sehr, sehr gut. Die haben eine gute Erkenntnisse von Tiere und Flora und Fauna, aber die sind auch total gute Menschen, wie sie haben den Paul gesehen. Das ist den Office Team, ein Teil von das Office Team. Wir haben auch unser Guides Toni, Team. kannst du auf Vollbildmodus machen, oben Ach rechts der so. Pfeil, dann sieht Ah, man, Entschuldigung, dann kannst du Entschuldigung, nämlich auch mit der Entschuldigung. Maus auf die nächste Seite, oben Alles rechts, gut. neben dem Rädchen, ja, weiter rechts, dieser Pfeil, der in beide Richtungen geht, the arrow with both directions, down, down, Ja, definitely, ich sorry. denke, das war runter. Vielen Dank für die Orientierung. Das? Nein. Nee, on the right-hand corner where the system sign is, yeah, this one, yeah, the arrow with the two directions, yeah, that Oh. should be perfect. Thanks. Uli, where would I be without you? Vielen Pleasure. herzlichen Dank. Danke dir. Danke dir. Danke dir. Also, letzte Woche, ich wollte sagen, letzte Woche, wir haben eine Guide-Training gehabt. Wir machen jedes Jahr mindestens 2 Trainings im Jahr, aber wir haben auch ein besonderes Training mit Fast 8, wo die alle unsere Guides, es war geführt von Red Cross Society, Uganda Red Cross. Und die sind jetzt fast Experte von Fast Aid Training. Und aber wir fokussieren wie eine Firma. Unser Guides sind ein sehr, sehr wichtiger Teil von uns. Und wir fokussieren wie eine Firma auf unsere Safari Guides. Wir geben die sicher viele Schulungen, aber im Generell auch ihre Feedback ist uns sehr, sehr wichtig. Und weil die sind immer mit ihren Gästen, ich höre oft, also ich höre viel zu auf den Guides. Und deswegen, die sind für uns einer von unseren sehr, sehr, sehr wichtigen Unique Selling Points. Sicher, wir machen diese verschiedene geschneiderte Reisen, verschiedene Baustelle. Für uns ist es nur, wir machen nicht kleine klassische Tour nur. Immer, also weil ich war eine Reiseleiter für viele Jahre. Wir versuchen immer, dass der wenn die Gäste kommen und sagen, die wollen das und das und das, wir wollen viel zu hören, zu sehen, was wir können organisieren für diese Gäste. Das ist anders. Also wir viel out of the box thinking. Wir machen auch viele Überraschungen für die Gäste. Für uns, wir wollen any excuse. Also wir wollen ein Schuld haben, für uns zu feiern. Wir wollen die Gäste feiern, und wir versuchen oft mal, und wir machen viel Überraschungen, wenn die vor Ort sind in Uganda. Ja, sicher mit verschiedenen Unterkünften. Ich kann sagen, von 3,5 bis 5 Sterne machen wir für oft. Also hier ist es ein Beispiel von einer Kurzreise, dass wir werden kurz sprechen, weil auf unser Webinar, wir haben ein paar Kollegen, es ist ihre erste Mal, die haben keine gute Idee über Uganda oder nicht eine richtige Idee. Sicher, wir wollen ihnen vor Ort willkommen in Uganda für Farmtrips und so weiter. Und ich würde Ihnen sagen, beim Uli Fink zu melden, wegen dieser Farmtrips.
Aber sonst, Kampala ist der Hauptstadt, Entebbe ist der, das, dort haben wir den Internationalflughafen Uganda im Moment. Es gibt mehr, das wird gebaut sein. Mount Elgon Nationalpark im Osten, Kidepo Valley Nationalpark im Nordosten, Murchison Falls ist sehr geliebt, beliebt, das sitzt im Nordwesten sozusagen. Und dann im Westen haben wir Kibale, Semliki, Rwenzori Nationalpark. Rwenzori ist, wo Sie haben gesehen, das Schnee. Und das empfehlen wir sehr, ganz nah am Äquator auch. Queen Elizabeth Nationalpark, sicher Queen Elizabeth war immer in ist einer der beliebtesten Nationalparks, aber es war in den News für falsche oder nicht falsche, nicht gute Gründe. Aber Queen Elizabeth Nationalpark und Naima ist hier in Elephant Plains Lodge jetzt gerade. Windipinetrebo Nationalpark ist hier im Süden und dann Gahinga ganz im Süden und dann Lake Mburi in der Mitte. Und eine 10-tägige Reise, also bedeutet ein Tag in Entebbe oder eine Nacht in Entebbe oder Kampala, dann 2 Nächte in Murchison Falls. Entlang kann man Ziwarino Sanctuary machen und dann von dort kann man fliegen. Also wie gesagt, ein Vorteil mit Uganda ist, dass wir haben sicher Hochschreiber für den hochwertigen Kunden, aber auch die kleinen Flieger, diese Cessna Caravans. Das nimmt ca. 10, 11 Personen und man kann dann inzwischen fliegen von Murchison Falls nach Kibale und von Kibale, man könnte nach Semliki. Kibale, dort finden wir den Schimpansen, aber sonst finden wir Schimpansen in verschiedenen Orten. In Murchison Falls, hier in Bungoma inzwischen und auch Queen Elizabeth Nationalpark gibt es Schimpansen. Windipinetrebo Na Nationalpark hat auch Schimpansen, aber wir machen kein Tracking von Schimpansen dort. Aber sonst von Kibale kommen wir also 2 Nächte, eine Nacht Kibale, 2 Nächte Queen Elizabeth, dann 2 Nächte Bwindi und wenn es gibt noch eine Nacht, dann Lekamburu und so. Also man kann auf Land fahren mit Auto, aber sonst auch mit Hochschreiber inzwischen mit Flieger fliegen. Jetzt ich werde auch ein bisschen erzählen über ein echt tätige Reisen mit für Ruanda. Kigali ist die Hauptstadt Ruandas. Also hier im Norden haben wir die Volcanoes Nationalpark und euch zu ein bisschen orientieren. Uganda ist in diese Ecke hier, in diese Ecke. Und im Osten haben wir Kagera Nationalpark, im Süden Nyungwe Forest Nationalpark und hier im Westen gibt es Kishwati Makara Nationalpark und diese wird eine Schimpansen Familie oder Schimpansen-Tracking wird stattfinden in den nächsten 3, 4 Jahren. Aber sonst im Moment, es gibt 3 aktive Nationalparks in Uganda, in Ruanda. Wir haben auch, Ruanda ist auch viel von Kultur. Eine 8 Tage Reise in Ruanda bedeutet, wir werden anfangen wir können anfangen mit zum Beispiel mit Nyungwe. Und von Akagera, von Kigali nach Nyungwe Wald. Nyungwe 2 Nächte dort. Nyungwe hat Schimpanse-Tracking. Es hat den Canopy Walk, verschiedene andere Primaten dort. Und sicher den Nyungwe Forest Lodges hier. Es gibt nicht verschiedene, eine große Wahl von Unterkünften, leider. Es gibt 3 Unterkünfte von verschiedenen Niveau hier in Nyungwe Nationalpark. Und von Nyungwe können wir nach Kibuye und weiter. Also wir können so um in diese Ecke. Also diese war, es zeigt ein bisschen die Wege, diese Wege, aber wir können auch um von Nyungwe dann nördlich nach eine Nacht in Gisenyi oder Kibuye hier am Kivusee. Jetzt wir werden Diamantis Boot am Kivusee ist fast fertig, es ist ready to go. Und das wird, die Gäste werden dann eine Möglichkeiten haben, 2 Nächte, 3 Nächte am Kivusee zu haben, zu übernachten.
Aber sonst von hier kann man dann zum Volcanoes Nationalpark gehen. Volcanoes Nationalpark macht man Golden Market Trekking, besucht den Graben von Diane Fossey, sicher Gorilla Trekking oder einer von den Bergen, Bisoke und sowas, also besteigen. Es gibt auch ein paar Seen in der Ecke, wo man kann auch eine Bootsfahrt machen dort. Und dann von dort können wir nach Akagera Nationalpark gehen und in Akagera Nationalpark dann 2 Nächte, entweder in den Magashi-Gebiet, das ist hier oben, oder auch in den, es gab, wir haben 2 Tore, ne? Also in Magashi oder auch in den andere Unterkünfte. Und das bedeutet 8 Tage, ein Nacht Kigali, 2 Nächte in Nyungwe, 2 Nächte, eine Nacht inzwischen, 2 Nächte in Volcanoes und 2 Nächte in Akagera und dann zurück. Ja. Toni, kannst du was zu den Fahrzeiten sagen von A nach B? Bitte? Zu den Z Fahrtzeiten, wie lange man fährt von A nach B bei diesen Wie lange? Touren? Sehr schön, gute Frage. Also sicher mit Kigali, und ich muss auch sagen, in Kigali, wir haben keinen Cessna Caravans in Ruanda, aber entweder wir fahren oder wir fliegen mit Hubschraubern. Und zum Beispiel von Kigali nach Nyungwe, wir reden über circa 7 Stunden, ja, also circa 7 Stunden, 6, 7 Stunden, wenn jemand fährt, sonst man kann mit Hubschrauber. Und dann von Nyungwe bis Kibuye ist 2,5 Stunden, oder Nyungwe nach Gisenyi ist circa 5 Stunden. Und dann von Gisenyi nach Volcanoes Nationalpark, das ist circa 2 Stunden, 2,5 Stunden. Und von Volcanoes Nationalpark nach Kagera, wir haben eine Kurzung, wo man fährt dann zum Demagashi-Tor, ist es circa 3,5 Stunden, aber zu den anderen ist es ein bisschen weiter. Das dauert circa 5 Stunden. Ja. Und dann von Kigali zurück zu Kagera ist mindestens 3 Stunden. Ja, also dann, wir haben ein bisschen schon über Queen Elizabeth Nationalpark und vielen Dank, Naima. Für uns ist die Conservation und Nachhaltigkeit sehr, sehr wichtig. Und wir fokussieren viel auf diese verschiedenen Sachen, wie Paul hat gesagt. Aber wir sind auch ein Mitglied von Uganda Conservation Foundation. Und ich kann sagen, dass vor einigen Monaten, die haben gezeigt, diese Bild hier in der Mitte. Und diese sind alle Snares. Diese sind alle einmalige Snares von Tiere. Und das hat mein Herz sehr, sehr wehgetan. Dann habe ich gesagt, nee, wir müssen etwas machen. Und jetzt bin ich involviert mit Uganda Conservation Foundation. Und wir werden mehr Geld investieren. Unser Ziel ist jetzt, und jetzt kann ich Ihnen sagen, unser Ziel ist, dass wir werden eine circa 10 Dollar, 10 oder 5 Dollar stellen am unser Paket. Und wo die Gäste werden 5 Dollar bezahlen, dann werden wir auch die 5 bezahlen, dass wir 10 Dollar bezahlen für jeden Gast. Dann werden wir es geben an Uganda Conservation Foundation, weil Uganda Conservation Foundation ist sehr, sehr involviert im Nationalpark, mit diese Tiere zu schützen. Und wenn wir wollen Tiere schützen, die Tiere, das Naima hat gerade gesehen, wir wollen, weil auch viele Nationalparks, zum Beispiel Queen Elizabeth, wir haben Gemeinden, das wohnen im Nationalpark drinnen. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass wir mehr proaktiv. Ich kann Ihnen sagen, dass ich war in einem Treffen mit dem Präsident von Uganda und er hat ganz klar gesagt, dass Tourismus ist sehr wichtig. Die versuchen auch, wie die können, auch ein paar Gruppen von Leuten vielleicht raus von dem Nationalpark zu nehmen. Aber das ist mehr noch, es ist auf den Phase von Diskussionen, wie die können es machen. Aber sonst, wir waren auch ein Mitglied von Ranger Run.
Und wir werden noch weiter so machen. Erlebnisse mit Primaten, lass uns jetzt gehen mehr auf die Sachen. Das macht uns Spaß, mit also diese Reise zusammenzustellen für die Gäste. Erlebnisse, Reise mit Primaten, sicher Gorilla Trekking in die beiden Länder. Man findet Berggorillas in nur drei Länder, in Uganda, Uganda, Dr. Kongo und Ruanda. Uganda hat die Hälfte von den Berggorillas, die Zahl von Berggorillas. Und in die verschiedenen Gebiete. Ich werde Ihnen es zeigen in einer kleinen Map. Also insgesamt, wir haben 23 Gruppen, das sind habituiert in Uganda. Und das ist noch nicht die Hälfte von diesen Berggorilla-Familien, das gibt noch. Also die sind auch mehr, die sind auch mehr, die conservation-minded. Bohoma ist eine von den Stationen, wo wir finden die Berggorillas. In Bohoma jetzt, es gibt mehrere Gruppen, diese Map ist ein bisschen älter geworden, aber jetzt eine Gruppe ist geteilt. Also jetzt im Moment haben wir circa fünf Gorilla oder sechs Gorilla-Gruppen in Bohoma. Haben wir in Rujhija sieben Gorilla-Gruppen, in Rushaga wir haben neun Gorilla-Gruppen, in Kuringo drei Gorilla-Gruppen und in Gahinga haben wir eine Gorilla-Gruppe. Also das ist, und in diese verschiedenen Gebiete, dort gibt es Unterkünfte, Rujhija, dort gibt es Unterkünfte, Rushaga, wir machen Gorilla-Habituation nur in Rushaga. Man findet es nur in Rushaga statt und Kuringo ist auch nicht so weit von Rushaga. Ja, sicher mit dem Berg-Gorilla-Trekking. Die Unterschiede zwischen Gorilla-Habituation ist, dass die Gäste bleiben 4 Stunden und 1 Stunde mit den Berg-Gorillas. Eine von den Sachen, das wir können machen, ist, dass wenn Sie haben Gäste, haben ein richtiges Interesse an Primaten. Wir können organisieren zum Beispiel eine Lecture oder eine Schulung von einem Primatologist. Wir können auch, also das ist vor den Habituation oder vor das Gorilla Tracking oder nachher. Wir können es auch organisieren, wenn es alles klappt, zusammen mit einer Expertin. Eine Gorilla-Expertin, Gorilla-Doktor-Expertin in Uganda können wir auch organisieren, dass sie kommt dabei, sicher es kommt mit dazu Kosten. Und in Uganda, wir haben sicher die Möglichkeit, dass die Gäste können ein Privat-Gorilla-Tracking machen. Das kostet 5.600 Dollar und in Ruanda, das würde 5.000 Dollar kosten für Private-Gorilla-Track. Das bedeutet, wenn Sie haben einen Gast, das will nur allein sein mit den Berggorillas, das ist machbar in beide Länder. Sicher, Schimpansen sind auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Also diese beiden Länder, Uganda, Ruanda, man kann die verkaufen wie einzelne Länder mit einem Fokus mit Primaten. Und das könnte auch verkauft werden zusammen mit Kenia oder Tansania. Jetzt haben wir Direktflüge von Entebbe nach Zanzibar, also man kann Primaten und Beach, Safari und Beach, wir haben Direktflüge mit Masai Mara, nach Masai, ab und zu Masai Mara, wir haben Direktflüge von Serengeti nach Entebbe, wir haben Direktflüge von Serengeti nach Kigali, wir haben Direktflüge nach Zanzibar, nach Mombasa, nach Zanzibar von Entebbe und auch von Kigali nach Zanzibar. Man kann auch sicher diese Länder jetzt gut kombinieren mit Südliches, mit Sambia, mit Südafrika sehr, sehr gut kombinieren. Und deswegen ist es nicht nur Schimpansen oder Gorillen oder Gorillas oder nur Primaten, aber Afrika ist zusammen. Es ist jetzt langsam zusammengebastelt. Ja? Ja, also mit Schimpansen-Tracking habe ich schon gesprochen und sie haben gelesen. Und sicher mit Schimpansen-Tracking haben wir auch Schimpansen-Habituation, wo die Gäste können mit Gorilla-Habituation ist es 4 Stunden mit den Berggorillas
Mit den Schimpansen habe ich schon Experience ein halbes Tag von und das sieht nur man sieht das nur in Murchison Falls, in Budongo Forest und auch in Kibale Nationalpark. Die sind die beiden Gebiete. Nochmal, diese sind die verschiedenen Gebiete, wo wir sehen die Schimpansen, aber wir waren auch durch der diese Map Kultur. Uganda hat über 55, 56 Stämme, mehrere Dialekten. Das kommt von vier also ethnischen Gruppen. Diese sind die Bantus, die Ostniloten, Westniloten und Sudenik. Das sind von Sudan untergekommen. Und Uganda, kann ich sagen, ist sehr, sehr ein kulturreiches Land. Viele da sagen, dass Uganda ist auch, vielleicht hat auch die freundlichste Leute in Afrika. Ruanda hat auch viele freundliche Leute. Ich muss Ihnen sagen, dass sicher Ruanda hat viel gemacht. Ruanda ist eine Success Story. Und ich weiß, dass Ruanda ist oft mal sehr, sehr teuer. Aber und deswegen, also auf unserer Seite, und deswegen haben wir fokussiert auf diese beiden Länder, weil diese beiden Länder sind gar keine Konkurrenz zueinander, aber die sind wie Mitglied, also man kann die gut kombinieren, man kann die, also nicht Konkurrenz, ja, man kann die beides verkaufen. Und ein Vorteil ist, dass wenn eine Gast von Ihnen sagt, die wollen etwas über Luxus, dann Ruanda ist eine gute Wahl. Wenn jemand sagt, die wollen etwas authentisch, etwas nicht so Luxus oder sowas, Uganda ist dort. Also Ruanda hat sicher nur zwei Stämme und jetzt die haben versucht, dass alle Stämme sind ein zusammen. Und jetzt ganz selten, wenn jemand im Land ist, selten die Leute sagen nicht, er ist ein Tutsi oder Hutu. Die sagen nicht mehr, die sagen, wir sind Ruandische, wegen die Geschichte. Also diese beiden Länder geben eine sehr, sehr gute Möglichkeiten, tief zu gehen, zu verstehen, die Kultur, die Menschen, wie die ticken, ihre Leben, also ihre Geschichte, warum die machen, wie die leben, also die Kinder. Und es ist, wir haben auch gute Möglichkeiten, weil das sind nicht dressed up, also das ist nicht rehearsed, nicht set up, ja. Und du kannst dann, also unser Guides oftmals stoppen auf Markt oder manchmal in Häuser, wie wir sehen, diese Mama. Und dann können die Gäste unterhalten, ja. Und manchmal die Kunden sagen, die Einheimische sagen, komm, komm, komm rein, komm rein, komm, komm sehen. Also, und deswegen gibt es sehr, sehr, sehr gute Möglichkeiten für Gäste, diese beiden Länder zu sehen. Luxusunterkünfte in Ruanda, sicher ist, Ruanda hat mehr gewonnen. Also vor 5 Jahren, Ruanda hat entschieden, ihre Preise von Gorilla Permits doppelt zu stellen, von $750 zu $1.500. Die jetzt reden, dass die wollen auch ein bisschen höher stellen. Wir werden sehen, wie das für sich spielen. Aber das ist Gorilla Nest, One and Only Gorilla Nest. Das ist One and Only Nyungwe. Und Bisate Lodge kennt viele von uns. Und diese sind auch einige von Uganda, Nile Safari Lodge, Gorilla Forest Camp, Wild Waters Lodge, den Koringo Lodge, Clouds Mountain Lodge. Es gibt verschiedene Unterkünfte. Und Uganda wird auch langsam mehr und mehr paar Luxusunterkünfte bekommen. Aber sonst die andere auch bleibt in Uganda. Und die Preise wird nicht von Belapanens nicht so hoch gehen. Sicher ein Vorteil ist, dass mit Ruanda man kommt 3 Stunden von Kigali zum Grenze, also zum Volcanoes Nationalpark. Was ist jetzt machbar auch, falls Sie Gäste haben, das wollen, also wegen die Flüge oder sowas, die können auch nach Kigali fliegen.
Und dann, wir können die abholen und dann nach Uganda bringen. Die können also von Kigali starten und dann nach Uganda fahren und so weiter. Also wir sind, wie gesagt, wir sehr, sehr flexibel. Wie gesagt, wir werden diese Informationen ein bisschen verbessern, weil jetzt seit 2 Wochen haben wir 23 Guerilla-Gruppen. Also Uganda hat mehr Guerilla-Gruppen. Sicher die Preise von das Guerilla-Tracking und Guerilla-Situation spielt eine große Rolle für viele Gäste. Die Unterkunft, der Niveau. Uganda sicher hat eine große Wahl von Unterkünften. Aber wir müssen auch im Kopf nicht vergessen, dass Uganda ist 9-mal größer als Ruanda. Also viel größer, also es hat auch viel, man sieht mehr. Uganda ist wie ein Buffet, ein afrikanisches Buffet. Man kann Maniok, Süßkartoffeln, ethnische Soße, so vieles essen. Ne? So ist Uganda. Man hat so eine große Wahl von Sachen, das die können machen. Ja? Ruanda ist kleiner, aber was Ruanda kleiner hat, Ruanda hat sehr gut gemacht. Ja? Also das alles klein, aber top. Kleinere, aber top. Schimpanse-Tracking, absolut. In beide Gebiete. Vielleicht kann ich ehrlich sagen, dass U Uganda hat bessere Chancen für Schimpanse-Tracking als Ruanda, wenn jemand vergleicht, wenn jemand will vergleichen, wenn sie haben Gäste, die sagen, die wollen Schimpansen sehen. Uganda hat also viel mehr Schimpansen, viel mehr, eine große, große Wahl. Sicher mit Schimpanse habe ich schon, Ruanda hat das nicht, Experience, aber man sieht auch, die Chance, Schimpansen zu sehen, ist viel höher in Uganda. Die Chance, Golden Monkeys zu sehen, ist höher in Ruanda als im Gahinga Nationalpark. Aber in Ruanda, man sieht große Gruppe, aber Ruanda ist auch eine Möglichkeit. Also wenn jemand vergleichen zwischen diese beiden Ländern, im Endeffekt, also die größte Frage ist oftmals die Gäste fragen, was ist der Unterschied zwischen Uganda und Ruanda? Was ist der Unterschied zwischen das Guerilla-Tracking in Uganda und Ruanda? Ich kann sagen, es gibt keinen richtigen Unterschied. Der Unterschied ist mit der Wahl von den Unterkunft. Wenn jemand will, hoch, also über Luxus, dann Ruanda 100%. Wenn sicher jemand will 3 Stunden von fahren, nicht fliegen, fahren von A bis B, dann Ruanda mag Sinn. Aber Uganda kann man fliegen mit Cessna Caravan von Entebbe nach Kihihi. Und wenn jemand will ein bisschen mehr sehen von das Land, dann Uganda hat die größte Möglichkeit. Sicher, Ruanda hat einen sehr, sehr guten Job gemacht mit Werbungen und so weiter. Und das sind wir auch sehr, sehr glücklich dafür. Ich bin einer von die Leitern, Private Sector Leitern in Uganda, da sind sehr engagiert mit dem Präsident zu pushen, zu sehen, dass wir werden ein besser proaktiv Marketing in Uganda haben, für Uganda haben, in das Dachmarkt. Das würde dann viel mehr helfen. Super. Jetzt zum Ende, fast zum Ende. Wir waren die letzten paar Monate sehr, sehr viel beschäftigt mit unserem neuen Rebrand, Soft Brand, Touch-Up. Aber diese wird unser neues Logo haben, sein. Es zeigt ganz klar unsere Vision, was wir machen. Speak Holidays wie eine Firma und Uganda Ruanda wie die Firma, dass wir fokussieren und überall spektakulär Reisen, das wir anbieten für Ihre Gäste. Ja. Vielen Dank, Uli. Ich denke, wir haben viel Zeit genommen, aber ich will, dass wir können auch zuhören von, also Fragen. Ich will Fragen be beantworten. Ja, es sind noch ein paar Fragen gekommen. Und zwar ups, halt, jetzt sind Sie hier. Sorry. Die Bettina fragt, da die Bevölkerung schnell wächst, wie ist der Human-Wildlife-Konflikt zu vermeiden? Sehr, sehr gute Frage.
Und sicher, die Bevölkerung, die wächst weiter. Wie gesagt, ich war in einer Treffen mit dem Präsidenten und er hat ganz klar gesagt, in Uganda, dass die Nationalparke muss geschützt sein. Die Leute dürfen nicht im Nationalpark sein und die werden raus von dem Nationalpark sein. Ein Vorteil ist, dass Uganda ist noch groß. Also ich muss Ihnen auch sagen, Uganda hat die größte Flüchtlinge wie ein Land, die haben die meisten, die größten Flüchtlinge in das ganze Afrika. Wir haben über 1,5 Flüchtlinge von Ruanda, von Burundi, von Kongo, von Eritrea, von Südsudan, von Somalia, Äthiopien. Und die Fläche gibt es noch in Uganda. Und ja, und diese alle können friedlich leben. Also unsere Probleme mit Flüchtlingen sind nicht so schlimm wie meine gute Freundin in Deutschland. Aber die Uganda ist es immer noch okay. Also die Fl wir haben noch es gibt noch Fläche für das, aber die Regierung hat ganz klar gesagt, dass die Nationalparke muss geschützt sein. Und die Leute sollen nicht im Nationalpark sein. Dann kommt hier noch die Frage wegen der Ja. Situation für homosexuelle Touristen, wie die Situation ist und kann man weiterhin bedenkenlos Kunden nach Uganda schicken? Sehr, sehr gute Frage. Unbedingt Gäste, LGBTQ+. Die sind sehr, sehr willkommen in Uganda. Ich war eine Reiseleiter und manchmal wir reden viel. Und jetzt, ich gucke an den Uhr. Ich hoffe, Uli, wir haben Zeit. Das, Ja, sind noch ich will, viele da. super. Das, ich will persönlich Ihnen sagen, dass wir haben bei uns vor vielen Jahren auch Königin gehabt. Das waren, lass mich sagen, das Wort schwul. Die waren schwul. Und es war für viele Jahre, das ist über 100 Jahre, ja. Also wir haben noch Leute im Land, die sind schwul. Aber leider, wir haben vor einigen Jahren gab es viel Geld, lass mich sagen so, viel Geld von USA, von Nordamerikas, von den angelischen Kirche und die haben viel investiert. Zu teilen. Unsere Probleme in Uganda sind Armut. Also die Leute wollen essen, die wollen Geld bekommen. Die sind freundliche Leute. Die sind nicht interessiert, was ist der Status von jemand. Das ist nicht unser. Aber diese Diskussion ist jetzt mehr politische geworden. Und unsere MPs, Members of Parliament, die haben diese Gesetz gestellt, aber es zeigt nicht, was die Leuten. Also ich war in Kampala und Naima war in Kampala. Ich denke, sie war in einer von den Pubs oder sowas. Man sieht, also wenn Leute sind, die gay, es ist okay. Die sind freiwillig im Bar. Aber wie eine Volk, wir sind auch. Auch für die Heterosexuals, wir küssen nicht im Publikum oder wir sind nicht, wir machen kein Public Display of Affection. Und also deswegen, die Gäste sind sehr willkommen und was wir sagen, das zeigt nicht kein Public Display of Affection und im Unterkunft, niemand sagt was. Also wir haben viele Gäste schon seit die Gesetz gestellt war, noch wieder. Und die sind willkommen. Wir haben jetzt schon ein paar Gäste gehabt, das sind LGBTQ+. Also ich kann sagen, ich kann viel mehr erzählen, aber die sind sehr willkommen, sie werden sehr sicher fühlen. Also, und nichts. Also das Problem, das die Regierung hat gesagt, war mit Finanz. Wenn jemand finanziert oder hat aggravated acts. Und das ist das beide mit Heterosexuals. Aber sonst, die sind sehr willkommen, ja.
Super, danke. Dann noch eine Frage zu den Inlandsflügen in Ruanda. Wie ist da das Netz, also mit Cessnas, neben Helikoptern? Nein, in Ruanda, es gibt kein Netzwerk mit Cessna, es ist nur mit Hubschrauber, nur mit Helikopter. In Uganda doch, beides, von Cessna Caravan, Hubschrauber, diese kleinen Flieger auch. Super, okay. Dann die Frage, bietet ihr den Besuch nach Batwa an? Doch, wir bieten die an, aber wir. Es ist eine schwierige Stelle. Die Batwa sind ein Stamm, das waren einmal früher im Wald oder sowas. Und die sind ein besonderer Stamm. Man kann die sehen. Okay? Es gibt eine Zeit, wo die haben alles Geld bekommen, dann getrunken, dann sind, weil die wusste schon, dass morgen werden noch mehr Touristen kommen. Das gefällt uns nicht. Und deswegen, wenn die Gäste sagen, also wir bieten es an, wenn die Gäste sagen, die wollen das machen. Aber oftmals, wir machen auch eine ein Dorfbesuch, wo wir können andere Gebiete sehen. Und wenn die Gäste wollen, dann die Batwa sehen. Also wie gesagt, wir machen es, wenn die Gäste Fragen für das Besuch. Okay, super. Ja, ich glaube, alle anderen Fragen haben wir während der Präsentation beantwortet. Und ja, ich glaube, dann sind alle glücklich, hoffe ich. Vielleicht noch ganz kurz, die Maike ist noch da, die Maike Tornquist hatte noch angeboten, dass sie noch über ihre Erfahrungen spricht. Es sind noch 30 mit dabei. Ich mag ganz kurz, Maike, ist sie doch, ja, sie ist noch da. Wenn du Lust hast, vielleicht noch ganz kurz was zu sagen über deine Erfahrungen mit Speak Holidays. Ihr arbeitet ja schon seit vielen, vielen Jahren zusammen, warst schon in Uganda, hast auch regelmäßig Buchungen. Ich glaube, das sind auch einige noch interessiert über deine Erfahrungen. Guten Morgen aus Hamburg. Hallo Toni. Also ich kenne Toni jetzt seit Hi, zwei. Maike. Guten Morgen. Schöne Grüße an Nelson. Ich habe Toni durch Zufall tatsächlich kennengelernt über eine Empfehlung. Und da ITB-Besuch während Covid nicht möglich war, bin ich nach Uganda geflogen und habe dann bei Toni 2 Wochen lang eine Rundreise gebucht. Und aus der Sicht eines Reisebüros ist ja irgendwie immer die Frage, welche Agentur wähle ich oder wähle ich nicht? Und ich bin jetzt 37 Mal im südlichen und östlichen Afrika gewesen. Und das, insofern kann ich das so ein bisschen vergleichen. Das, wo ich der Meinung bin, Speak ist wirklich besonders, ist A, das Thema Verlässlichkeit. Wir wollen alle, dass unsere Reisen, die wir für die Kunden buchen, dass das alles wunderbar durchläuft. Mir ist es passiert, ich habe was Falsches gegessen, ich brauchte einen Arzt und der Guide hat sich sofort drum gekümmert und 30 Minuten später war jemand da. Sowas wollen wir alle nicht, passiert aber einfach. Oder das, was Toni auch angesprochen hat, tatsächlich diese kleinen Highlights bei den Reisen. Wir haben die Gorilla-Doktoren im Windi besucht. Wir haben einfach irgendwo angehalten und haben eine Familie besucht. Wir sind bei Märkten ausgestiegen. Wir waren die einzigen Weißen. Also es sind diese Kleinigkeiten, die aber tatsächlich die Reisen wirklich ganz besonders machen. Und natürlich schicken wir alle unsere Kunden nach Uganda oder Ruanda schwerpunktmäßig wegen der Gorillas, was wirklich unfassbar ist. Aber das, wo man zurückkommt und sagt, das hat mich berührt, das sind die Menschen. Also die Menschen in Uganda und Ruanda, das ist wirklich was ganz, ganz Besonderes. Die sind so freundlich, so neugierig, so hilfsbereit. Also ich habe auch immer wieder zwischendurch die Frage gelesen, wie ist das denn mit der Sicherheit in so einem Land? Ich habe größere Bedenken, Kunden nach Amerika zu schicken mit den Schießereien, als nach Uganda und Ruanda.
Also man fühlt sich überall so sicher, so willkommen. Das ist ganz, ganz großartig. Und wie gesagt, gerade Speak, das nicht nur die Professionalität, die die an den Tag legen, ob das die Guides sind, die unfassbar sind, ob das die Reservierung ist, die immer mit irgendwelchen tollen Empfehlungen einem helfen, wirklich die richtige Reise zusammenzustellen. Man kann wirklich Kunden bedenkenlos hinschicken. Wir schicken tatsächlich auch Afrika-Neulinge nach Uganda und Ruanda, weil sie wirklich in sehr, sehr guten Händen dort sind. Und weil wir einfach wissen, und das ist ein Grund, warum diese Zusammenarbeit so toll ist mit Speak. Ich weiß, wenn diese Reise steht, kann ich mich wirklich entspannt zurücklehnen und kann einfach Speak und Afrika machen lassen, was sie am besten können. Und ich weiß zu 100%, die Kunden kommen mit einem riesen Grinsen zurück und haben wirklich die Reise ihres Lebens hinter sich. Toll. Vielen lieben Dank, Michael, für diese wahnsinnigen Worte. Wirklich ganz toll. Freuen wir uns Und natürlich. Super. Uli, noch eine Kleinigkeit. Und zwar, wenn man selber wirklich diese Länder bereist, dann sieht man die Safari-Fahrzeuge von anderen Unternehmen. Ja, gerade Uganda hat lange Strecken zum Teil, wenn man diese Überlandfahrt macht, was aber Teil des Landes ist. Also wirklich, dadurch lerne ich dieses Land kennen, auch wenn sich das erstmal lang anhört mit 5 Stunden, 6 Stunden. Das ist dadurch, dass das landschaftlich so abwechslungsreich ist mit diesen schneebedeckten Bergen und dann bin ich im Regenwald und dann bin ich in der Savanne und dann habe ich den Nil. Lohnt sich das Land wirklich intensiv mit diesen Fahrzeugen kennenzulernen? Und man hat das am Anfang bei dem Video gesehen, die Fahrzeuge sind extremst luxuriös ausgestattet, weil die Straßenverhältnisse sind natürlich nicht wie bei den deutschen Autobahnen hier bei uns. Da ist es existenziell, dass man wirklich professionelle, toll ausgestattete Fahrzeuge hat. Und ich habe keine irgendwo gesehen, die auch nur ansatzweise an die herangekommen sind, die Speak wirklich da im Einsatz hat. Ich finde das ganz, ganz wichtig bei diesen langen Fahrten. Da kann man auch wirklich gut ältere Menschen mit hinbuchen. Super, ja. Und wir haben eine große Fahrzeugflotte. Wie viel sind es aktuell, Toni? Also die auch selber gewartet werden. Also es gibt auch eine eigene Werkstatt. Das heißt, wir geben die Fahrzeuge nicht aus der Hand, sondern machen das wirklich alles bei uns intern auch. Aktuell haben wir wie viele Fahrzeuge? Also 20, wir werden auch nächstes Jahr noch 2 bekommen und also ja, nächstes Jahr, die werden 22, ja. Ich habe eine Super. Frage gesehen, aber vielen Dank, Danke, Uli, hat viele Maike. geantwortet. Danke, Maike, es ist schade, wir haben dein Gesicht nicht gesehen. Ich hoffe, es geht dir gut. Aber gut, deine Stimme wieder zu hören. Also nach einer langen Zeit. Jemand hat gefragt, könnte wir noch kurze Infos bezüglich weißen Impfungen bekommen. Wie können Impfungen, wir ja. nachher, wie können wir nachher bekommen oder Ihnen schicken? Aber grundsätzlich ist es Malaria-Prophylaxe und auch Gelbfieber. Aber jetzt Gelbfieber. Gelbfieber wird nicht mehr gefragt werden am Flughafen. Also es ist komisch, weil es ist beim Visa-Eintrag, die fragen das, aber niemand fragt das beim Ankunft. Also ich werde, das ist eine Sache, das ich werde auch erklären, aber sonst Aber aktuell ist es schon noch, also wenn man nach Uganda reist, sollte man auf jeden Fall Gelbfieber im Moment haben. doch, im Moment. Und wenn die Gäste haben kein Gelbfieber oder die dürfen kein Gelbfieberimpfung haben, was wir sagen ist, dass die können einen Brief von ihrer Ärzt oder Ärzte haben, der sagt, Uli darf nicht, zum Beispiel Uli darf nicht kein Gelbfieberimpfung haben und das reicht. Und beim Visa-Eintrag, die können das auch anlegen und dann ist es okay. Super, okay. Ja, also wir schicken die Präsentation auch noch oder die Aufnahme von dem Webinar wie gewohnt auch wieder zu und wir schicken auch noch mal Infos, Factsheets über gerade was Gorilla Tracking, Uganda, Ruanda, die Unterschiede angeht, Sample Itineraries, also
Wir haben ja auf unserer Dropbox ganz viele Informationen, also ein komplettes Sales Kit, was wir euch auf jeden Fall zusammen mit der Aufnahme auch nochmal schicken. Und auch auf jeden Fall nochmal den Kontakt von Tony und seinem Team. Also wenn ihr eine Anfrage habt, schickt sie gerne durch. Wir freuen uns über jeden einzelnen Kunden, der nach Uganda oder Ruanda reisen möchte. Und ja, vielen lieben Dank auf jeden Fall, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Sind immer noch 30 drin. Super, obwohl wir schon eine Viertelstunde über der Zeit sind. Also wir freuen uns riesig über das Interesse über diese beiden Länder. Und ja, sind hier, um euch zu unterstützen, wenn ihr Fragen habt. Wir können gerne auch ja, individuelle Webinare für eure Teams machen. Wenn ihr nochmal spezifischere Informationen braucht, nochmal mehr Destinationsinfos, also da wirklich immer gerne an uns rantreten. Toni macht es super gerne oder auch jemand aus dem Team. Also hier, wir sind da für euch, unterstützen euch gerne und freuen uns, wenn wir zusammenarbeiten können. In diesem Sinne, vielen lieben Dank und ja, noch eine schöne Adventszeit, schon mal frohe Weihnachten und einen guten Rutsch und überhaupt. Und Doch. Toni wird auf der ITB sein nächstes Jahr, also wenn ihr ihn auch persönlich kennenlernen möchtet, kommt gerne vorbei. Absolut. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Ich weiß, dass alle müssen auf die Rechner sein und Handys und Telefon sein zu verkaufen und Termine und alles. Wir bedanken Ihnen sehr, sehr, sehr für Ihre Zeit, dass Sie haben Zeit genommen für diese Webinar und sicher Uli Fink an der Team und auf unserer Seite, wie Uli hat gesagt, wir freuen uns sehr, Ihre Gäste zu in Uganda zu willkommen. Aber auch wenn Sie wollen nach Uganda, bitte beim Uli melden. Wir würden uns sehr freuen, Ihnen in Uganda willkommen zu sagen beim Farmtrip. Also wir sagen Merry Christmas und ein guter Rutsch ins neues Jahr 24. Und Kwaheri.